Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen und willkommen zurück. Ich habe gerade einen Boost angemacht, der erhebliche Erfahrungsschub, der jetzt für 3 Stunden läuft. Und den werde ich jetzt, so gut es geht, auch nutzen. Wie du siehst, habe ich meine Nachrichten gelesen, ich habe mein Inventar erweitert. Da ist ein bisschen was passiert. Nur ein bisschen, ne? Wir wollen ja nicht übertreiben. So, ich muss... Ich kann doch porten, oder nicht? Zack. Obwohl da unten ein Ausbilder war. Egal. So, und dann rein da. In die gute Stube. Ich hoffe, die haben auch eine Klimaanlage an. Da bist du ja endlich. Ja. Genauso abstoßend, wie Aufseher Harkun gesagt hat. Lord Zesh hat jedoch unmissverständlich klargestellt, dass alle neuen Akolyten neben ihren Prüfungen auch in der Kampfkunst unterwiesen werden sollen. Wobei mir schleierhaft ist, wie man glauben kann, man könne dir überhaupt irgendwas beibringen. Sagt mir einfach, wo es zu den Ausbildern geht. Zumindest bist du eine unterwürfige Sklavin. Du findest die Ausbilder im Archiv der Akademie. Beeil dich und versuche, deine Vorgesetzten nicht zu beschämen. Alter. Die möchte man eine reinhauen wollen. Ist das nicht hier? Nee, ist es nicht. Ah, Entschuldigung. War nicht meine Absicht. Falscher Raum. Ah, endlich. Du bist schon wieder spät dran. Dann wollen wir mal sehen, was der Einsiedler von euch Maden hält. Akolyt Kori, tritt bitte vor. Ja, Aufseher. Du bist ein schwaches, erbärmliches Insekt. Und sogar ein Verrückter wie Spindral kann das erkennen. Das bedeutet... Ich stelle euch unseren Neuankömmling vor, Phone Alt. Dies ist wahre Sis-Stärke. Er wird euch in Stücke reißen und eure Knochen zertrümmern, Sklaven. Seht ihn euch an. Alles, was er noch hat, ist sein reines Sith-Blut. Er ist Lord Zeshs zukünftiger Schüler. Kein Stück Abschaum wie ihr. In den Höhlen werden wir sehen, wie stark er ist. Alleine. Er, ich und mein Lichtschwert. Komm her, Sklavin. Ich möchte mit dir unter 4 Augen reden. Ihr anderen verschwindet. Ihr kennt eure Prüfungen. Du auch, Phone. Spindral wartet. Hör mir gut zu. Spindral ist ein Verrückter. Seine Zustimmung bedeutet nichts. Du bist Abschaum und wirst sterben. Ist das klar? Nein. Soll mir das Angst machen? Du bist nichts. Vergiss das nicht. Und jetzt zu deiner zweiten Prüfung. Lord Zesh hat für dich eine spezielle Prüfung vorgesehen, an der du sicherlich scheitern wirst. Begib dich zu Inquisitor Sinn in den Gefängnissen. Er wird dir die Details mitteilen und wahrscheinlich für dein baldiges Ableben sorgen. Unterschätzt mich nicht, Harkun. So einfach sterbe ich nicht.
Spar dir deine Prahlerei. Ich will dich erst wiedersehen, wenn du in den Gefängnissen warst. Das wäre alles. Oh, sehr schön, sehr schön. Und noch ein XP. Kann ich immer gebrauchen. Auf alle Fälle. Ja, dann renne ich gleich einmal durch. Akolyt, ihr kommt gerade rechtzeitig. Harkun hat mir sehr genaue Anweisungen gegeben. Ihr wurdet in Sklaverei geboren, doch ihr müsst eure alten Eigenschaften ablegen und lernen, die neuen zu beherrschen. Ich habe die ideale Aufgabe, um das zu bewirken. Ich will euch diese sabbernde Missgeburt von einem Akolyten vorstellen. Er wird euer Opfer sein. Ein Opfer? Ich glaube nicht, dass mir das zusagt. Ich bevorzuge auch das Wort Subjekt, doch die meisten verstehen meine Arbeit nur, wenn ich mich grob ausdrücke. Vor kurzem kam es an der Akademie zu dem, was wir als nicht autorisierten Mord bezeichnen. Ein Streit zwischen Schülern forderte ein Todesopfer. Befragt ihn. Bringt ihn dazu, dass er euch den Schuldigen nennt. Um jeden Preis. Kein Problem für mich. Ausgezeichnet. Dann an die Arbeit. Ich freue mich darauf, euch zuzusehen. Bitte tut mir nichts. Ich weiß doch gar nichts. Widerstand ist dumm und fehl am Platz. Bitte, ich weiß doch gar nichts. Ich schwöre es. Ihr wisst doch, wie das ist. Akolyten prahlen nun mal. Man will eben nicht schlecht dastehen. Es war nur dumme Angeberei. Ich habe nichts gesehen. Ihr seid der Einzige, der den Mörder der Gerechtigkeit zuführen kann. Gerechtigkeit? Bei den Sith gibt es keine Gerechtigkeit. Es gibt nur Gewalt. Ihr könnt mir nicht helfen. Ihr könnt mich nicht beschützen. Selbst wenn ich etwas wüsste, dann wäre ich tot. Oder noch schlimmer. Wenn ihr nicht mit mir redet, holt der Inquisitor jemand anderen, der euch zum Reden zwingt. Ich will euch nur helfen. Was? Wieso? Ich verstehe das nicht. Warum foltert ihr mich nicht einfach und wir haben es hinter uns? Meine Geduld ist bald am Ende. Nein, ihr versteht mich falsch. Es ist nur, jeder andere Akolyt hätte die Maschine längst benutzt. Ich werde euch sagen, was ich sah. Aber ihr müsst mir versprechen, dass dem Mörder Gerechtigkeit widerfahren wird. Dass er nicht kommt, um mich zu töten. Ich werde mein Möglichstes tun. So seltsam das aus dem Mund eines anderen Akolyten klingt. Ich weiß es zu schätzen. Es war ein Schüler namens Ezor Kain. Ich sah, wie er sein Opfer vor der Bibliothek im ersten Stock getötet hat. Sein Meister ist unglaublich mächtig. Er wird nicht zulassen, dass Kain bestraft wird. Kain wird mich umbringen. Lass das nur meine Sorge sein. Danke. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut. Siehste? Es ging auch, ohne dass man jemandem was Böses tut. Ihr braucht es mir nicht zu sagen. Ich habe den Namen klar und deutlich gehört, auch wenn ich mir wünschte, es wäre anders gewesen. Ezor Kain. Kains Meister ist Mitglied im Rat der Sith. Es wäre töricht, ihn herauszufordern. Jedenfalls ist diese Prüfung beendet. Ich werde Aufseher Harkun meine Empfehlung aussprechen. Ihr dürft zu ihm zurückkehren. Der Akolyt ist schutzbedürftig. Sich um Dinge zu kümmern, die einen nicht betreffen, ist eine Schwäche, die das Leben kosten kann. Ich schlage vor, dass ihr euch diese Eigenschaft schnellstens abgewöhnt und den Akolyten vergesst.
Ihr müsst ihn beschützen. Ohne eure Hilfe hat er keine Chance. Ihr seid ganz schön hartnäckig. Nun, ich schätze, es kann nicht schaden, ihn hier zu behalten, während der Meister des ermordeten Schülers für Gerechtigkeit sorgt. Vielleicht könnte man die anderen im Glauben lassen, der Akolyt habe noch nicht geredet. Wie ihr es macht, ist mir egal, aber macht es. Nun gut, ich werde ein paar Wachen anfordern, um ihn zu beschützen. Mir zeigt ein ungewöhnliches Verhalten, Akolyt. Passt auf, dass es euch nicht in Schwierigkeiten bringt. Ach, mich doch nicht. So, ist auf der Etage eigentlich noch was? Ja, wieder zurück. Diese neuen Rekruten sind wertlos. Angeber, Kinder, Sklaven. Nicht mal ein reinhütiger. Dann wird er niemals ein Sith werden. Schade. Er schien stark zu sein. Nicht stark genug für die Gräber. Dafür habe ich gesorgt. Ich hatte mich schon darauf gefreut, noch einen von euch niederzustrecken, aber die Mühe werde ich mir wohl sparen können. Und es kommt nicht überraschend, dass Nilok verschwunden ist. Auch nicht, dass Fawn seine erste Prüfung bestanden hat. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er auf euch allen herumtrampelt. Ich reiß euch in Stücke, genau da, wo ihr steht, Abschaum. Nur Geduld, Fawn. Ein Unfall in den Gräbern ist viel überzeugender. Ihr anderen kennt eure nächste Aufgabe. Geht. Ich will mit Fawn und unserem Nachzügler reden. Und jetzt zu dir, Sklavin. Sinn sagt, dass du dich gut geschlagen hast. Und auch wenn ich es kaum glauben kann, ist Lord Zesh mit deiner Entwicklung zufrieden. Zweifellos hat dir Sinn irgendwie geholfen. Aber bei deiner nächsten Prüfung musst du ohne seine Hilfe auskommen. Vor dir und Fawn liegen Prüfungen des Verstandes. Prüfungen, die eure Fähigkeit testen werden, die Macht zu verstehen und Probleme zu lösen. Glaubt ihr, dass mir dieser Abschaum intellektuell ebenbürtig sein kann? Ich wurde von den größten Lehrmeistern unterrichtet. Beruhige dich, Fawn. Das halte ich für höchst unwahrscheinlich. Darum habt ihr unterschiedliche Prüfungen. Das ist in Ordnung. Alles, was Fawn kann, kann ich auch. Du schaufelst nur dein eigenes Grab. Fawn, du wirst in die Bibliothek im ersten Stock der Akademie gehen und die folgenden Texte für Lord Zesh übersetzen. Ja, Aufseher. Tief im Inneren des alten, monsterübersäten Grabs von Mark Ragnos gibt es ein Holochron voller dunkler Geheimnisse, das in einem großen Steinmonument eingeschlossen ist. In 1000 Jahren hat noch niemand herausgefunden, wie man das Holochron aus seinem steinernen Gefängnis befreien kann. Bring mir dieses Holochron, oder du wirst sterben. Ein einfacher Botengang. Braucht ihr noch was aus diesem Grab, wenn ich schon dort bin? Bring mir das Holochron, oder bete, dass dich der Geist von Mark Ragnos selbst von deiner jämmerlichen Existenz befreit. Geh jetzt. Cool, Stufe 6. So ummustert. Gut, dann kann ich ja die Treppen endlich hinauf. Endlich eine würdige Schülerin. Ja, kannst du mal sehen. Hinfort. Was habe ich denn jetzt hier gelernt? Halt ein verbündetes Ziel, versetzt dem Ziel einen Stromschlag. Und
Oh, die Folge ist zu Ende, sehe ich gerade. Ja, dann, wenn das so ist, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssen.